Hi, mein Name ist Nadja und ihr habt lange nichts von mir gesehen. Aber ich bin aus einem provisorischen Setup heute. Vielen Dank dafür. Ich muss einfach eine Deadpool and Wolverine Trailer Reaction aufnehmen. Und das ist legit. Ich habe den ganzen Tag darauf gewartet, dass ich nach Hause komme, wo ich aktuell wohne. Ich bin ja mitten im Umzug. Und dass ich diesen Trailer gucken kann und dass ich diese Trailer Reaction machen kann. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Ich habe wirklich alle möglichen Spoiler gedodged. Wir schauen uns den jetzt an. Und ihr kriegt mal eine genuine Reaction dazu. Und hoffentlich gibt es bald auch mehr Content. Warum kein Content kommt? Sorry, ich bin gerade im Umzug für die, die mich schon kennen oder die neu dazukommen. Eigentlich mache ich regulär Content zu Film, TV, Marvel, Superhelden, Franchising, Hollywood. Ich selbst studiere Schauspiel und bin einfach mitten im Umzug. Und das dauert alles so lange. Und wenn ihr generell wissen wollt, was so abgeht, folgt mir am besten auf Social Media, kommt auf den Discord, kommt Instagram, TikTok oder auf Twitch. Oder schließt eine YouTube-Abo-Mitgliedschaft ab oder Ko-fi, da kriegt ihr noch mehr mit. Aber jetzt erstmal an den Trailer ran. Told you, you're not welcome here. You're not welcome anywhere. Now get the fuck out of my Hugh car. I'm just Jackman, gonna have one more drink noch ein before I Drink. leave. Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now. Look, lady, I'm not interested. All right, well, Tick, tick. Kanada. Oh, was ist damit? Oh, Whiskey Dick of the Claws. It's quite common in Wolverines over 40. You don't want this. Unless you want to take a deep breath through your fucking forehead, I suggest you reconsider. Alter, Hugh Jackman und Ryan Reynolds, let's go. Tick, tick, das ist wieder Loki-Musik gewesen. I'm about to lose everything that I've ever cared about. Not my fucking problem. Seine Welt ist zu Ende gegangen, das stimmt. Boah, ich hab bei Logan so geheult, Leute. Wait, what? Wir kriegen mehr. Wow! Voll in die Eier. Warum sieht das aus wie Iron Man und Samuel L. Jackson, die Donut-Szene? Dieser Juli, ja, das wissen wir. Jetzt gib mir mehr. Copperheads. Saving Worlds. Die Musik, Alter, ich muss los. Schön, wieder zwei Anti-Heroes. X-Men. Let's go. Die T-Bay. Ey, das ist Cassandra Nova, oder? Das ist Cassandra Nova. Oh ja, das ist sie. Scheiße. Eliath Ant-Man. Ich hab's gesagt, Eliath. Ich hab's gesagt. Oh, erstmal Mad Max, alles klar. Holy fuck. Cassandra Nova. Das heißt, wir müssen. Come on, wir müssen Xavier sehen. Kevin Feige, okay. Oh. Ich will ein Bild Snow. Looking for Group. LFG, looking for Group. Oh mein Gott, ist das Wong? Ist es Doctor Strange? Wer macht dieses Portal? Ist es Magic? Ist es Magic? Holy shit. Muss los. Ich muss so dringend los. Scheiße, bis Juli ist noch so lange. 3 Monate, was ist? Eieiei, was soll ich denn doch 3 Monate aushalten? Da gibt es so viele Möglichkeiten. Der Trailer ist ja mal. Das sind so viele Easter Eggs. Wir werden diesen ganzen Trailer nochmal Frame by Frame gucken und dazu eine Analyse machen mit Easter Eggs und was das alles zu bedeuten hat. Das ist ja insane. Er gibt richtig viel her und zeitgleich irgendwie gibt es noch genug Mystery. Das finde ich gut. Oh, das braucht Marvel gerade unbedingt. Das braucht Marvel unbedingt. Das braucht Marvel unbedingt. Bitte, Marvel muss zurückkommen. Und ich glaube, das kann Marvel wirklich retten. Nicht nur, ja, also Deadpool saves the universe. The Marvel Cinematic Universe. Oh, ich bin so excited. Scheiße. Oh, es hat sich gelohnt, den ganzen Tag zu warten. Ich finde es gut, dass man nicht zu viele Cameos direkt sieht. Denn dann wäre es wieder langweilig. Aber es gibt wieder so viele Möglichkeiten, Sachen rein zu interpretieren. Ich freue mich auf Hugh Jackman und Ryan Reynolds, not gonna lie. Ah.
bevor das hier zu lang wird. Holt mich auf jeden Fall ab, der Trailer. Analyse kommt noch. Irgendwie. Und mich würde interessieren in der Zwischenzeit, was ihr davon denkt. Und wenn ihr darüber diskutieren wollt, kommt auf den Discord, kommt auf Instagram, TikTok. Jesus Christus, das sind so, oh mein Gott. Auf jeden Fall, es wird ein YouTube-Video. Da kommt noch ein YouTube-Video und da werden noch Shorts kommen. Oder Reels oder TikToks. Auf jeden Fall. Oh, das könnte das ganze Marvel-Game wieder verändern. Ich gehe mich mal an die Trailer-Analyse machen.